Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Ja, wir sind im Sicherheitsraum und wollten eigentlich die Tore nach außen wieder öffnen, damit wir hier abkommen können aus diesem Irrenhaus, weil irgendwelche Verrückten hier die ganze Belegschaft und die Patienten am Umbringen sind. Und es ist dieser große Riesenkerl, der im Video vorher mich schon fast geschnappt hatte. Der ist hier irgendwo. Das gefällt mir gar nicht. Eigentlich muss ich in den Keller, aber ich will sehen, ob hier noch irgendwelche Sachen sind. Darum sollten wir uns hier etwas beeilen. Eine Leiche. Eine Akte. Das ist gut. Die nehmen wir mit und lesen wir gleich. Schauen wir uns mal noch weiter um. Wer bist du? Bist du wichtig? Okay. 10 Minuten anders Teil. Den Raum können wir nicht rein, wie es aussieht. Hier können wir noch rein. Nein, das ist derselbe Raum. Ja, aber für die Akte hat es sich vielleicht schon gelohnt. Schauen wir uns das mal genauer an. Was war das? Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Morkov Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derart gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter dem Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granite, Markov Schadensabteilung. Okay, ein weiterer Hinweis. Vielleicht ist das ja noch wichtig, diese Hinweise. Oder es treibt einfach nur die Story voran und hat mich jetzt eine halbe Batterie gekostet. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Können wir jetzt auf dieses Gästeklo? Oh, da konnten wir eben nicht drauf, ne? Das war eben zu gewesen, oder? Ah, ne. Witness. Ah, das habe ich eben nicht gefilmt gehabt. Deswegen habe ich dafür einen neuen Eintrag bekommen. Dokumente? Nee, Notizen. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden. Habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Ja, den kennen wir schon. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch die Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Ja, das hat er bei mir ja auch gemacht. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Der Kopf war da eben auch nicht drin. Schön dunkel hier. Wir müssen auf jeden Fall in den Keller. Kommt erstmal nicht rein.
weiterer Notiz. Mord unter Hypnose. Betreff hypnotischer Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, dem 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Also wir wissen nicht, wer es war. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht Fingerzweig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollten sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Steckt. Nein, das sieht nicht danach aus. Okay. Hier in der Ecke. Auch nicht. Drücke Arm, während du dich auf ein Hindernis bewegst, um darüber hinwegzuspringen. Das heißt, wir müssen dahinter. Dann gehen wir doch erstmal hier lang und schauen, ob wir hier noch was haben. Ein paar Fässer oder Kanister mit irgendwas drin. Okay. Electric Room, Storage Room und Machine Room. Okay. Hopti, hopti. Who's there? Ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht da. Oder habe ich das gefragt? Da hängt schon wieder einer Kopf über. Hey. Shit. Was ist das denn hier? Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Wo sind die beiden Gaspumpen? Irgendwo hier sehr wahrscheinlich. Wieder einer, der tot ist. Batterie. Okay, da können wir auf jeden Fall durch irgendeine Tür. Hier scheint sonst nichts zu sein. Also der Raum ist wohl sicher. Aussieht. Was ist das hier? Na, einmal Farbe. Na, supi. Durch welche Tür gehen wir zuerst? Was war das? Durch die Tür können wir nicht. Also gehen wir durch die. Ah, Pumpen. Sehr gut. Da wollten wir hin. Juhu, Batterie. Dankeschön. Batterien ist immer gut. Okay, eine Pumpe ist an. Gehen wir noch in den anderen Raum. Was ist das? Können wir uns hier irgendwo verstecken? Können wir uns hier irgendwo verstecken?
Frage ist, sieht der das Nachtsicht, wenn ich das anmache? Das sieht ja nicht das Licht, ne? Das sehe nur ich von der Kamera. Ich hoffe es. Okay, die Tür ist aufgegangen. Gott, warum knallt der die? Können wir uns hier drin verstecken? Ja, können wir. Aber wir sollten vorher einmal den Generator anmachen. Geht das? Geht nicht. Generator ist an. Scheint aber auch keiner zu kommen. Oh shit. Lalala, verstecken wir uns doch mal wieder hier. Bin ich an die Maus gekommen. Oh, der macht die Spinte auf. Lass mich hier weg! Ah! Renn, 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 renn. Batterien nachladen. Du schaltest diesen Schalter. Nein, wieso drückst du den Schalter denn nicht? Geh weg! Lass mich hier weg! Nicht gut. Gar nicht gut. Man sieht hier ja auch wieder mal nichts. Batterie nachladen. Mach voran. Oh Gott, das hat mich erwischt. Dieser Mistkerl. Mist, 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 Mistkerl. Sagte ich das schon? Ja. Okay, wo ist mein nächster Kontrollpunkt? Ich bin hier. Es gab mir, soweit ich weiß, nichts Neues hier an der Stelle. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur die Pumpen anmachen. Niemand ist hier. Keine Sorge, alles ist in Ordnung. Komm. Tür einfach aufmachen. Das ist zwar was lauter. Kümmert mich aber nicht. Die Batterie schnappst du dir?
während du da hinten lang rennst, gehen wir schön hier lang. Ich kann den Hauptschalter nicht. Was? Das ist der. So ein Mistkerl. Okay, der hat den Spind auf der anderen Seite aufgemacht. Ich glaube, ich muss da hinten hin. Ja, das hasse ich an so Spielen, aber das macht natürlich Spannung. Aber am liebsten würde ich ihn einfach abknallen, aber das geht hier nicht. Okay, öffnet den Spind neben mir. Unter das Bett kriechen können. So, wieso konnte ich den Hauptschalter da nicht drücken? Ich wechsle mal hier die Batterie. Tja, da hängt wieder einer runter. Eine weitere Batterie, sehr schön. Aber wo ist der Hauptschalter? Das könnte der Hauptschalterraum sein. Sehr schön. Schnappen wir erstmal eine weitere Batterie. Da haben wir jetzt 7 von. Nice. Das sind richtig viel schon. Keine Hinweise irgendwo im Rumfliegen. Stark danach aus. So, Hauptschalter ist gedrückt. Und jetzt muss ich wieder in den einen Raum sehr wahrscheinlich und wieder den Schalter drücken. Verpisspuppeln. Da können wir nicht durch. Was ist das hier für ein Raum? Die Tür können wir zumachen. Super. Ich hoffe, hier kommt er nicht hin. Mich würde interessieren.
scheint ja auch im Dunkeln sehen zu können, der Müsker. So, Schalter drücken und dann wieder nach oben und das Sicherheitssystem aktivieren. Wie weg hier. So, und bevor wir wieder hoch zum Terminal gehen, machen wir nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.